So, willkommen alle zum Talk hier. Wir reden heute über Ansible für Einsteiger. Das ist also der richtige Talk für alle Windows-Admins, die schon immer mal ihre Umgebung automatisieren wollten. Wer was mit Linux macht, kann auch hier bleiben, das ist okay. Es gibt anscheinend wieder ein geheimes Trinkspiel. Wann getrunken wird, weiß ich nicht. Ihr könnt euch selber Begriffe aussuchen. Ich glaube, immer wenn es um Shell und Command geht, ist man hier richtig. Ich darf euch vorstellen, L3D und Lars. Ja, die euch heute ein bisschen was über Ansible erzählen wollen, euch ein paar Tipps geben wollen, wie man es besser macht, damit das Ganze nicht nachher nur Shells Bash-Scripting in Python ist, sondern idealerweise ein bisschen besser. Die Bühne ist eure. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen bei unserem Vortrag Ansible für Einsteiger und alle, die Einsteiger werden wollen. Wir sind hier, um euch heute das Automatisierungstool Ansible vorzustellen. Ja, dann fangen wir mal mit an. Was ist dieses Ansible überhaupt? Viele haben es bestimmt schon mal von euch gehört, auf der Arbeit oder im Hackerspace. Ja, Ansible ist eine Software, die zur Softwareverteilung und Konfiguration genutzt wird. Man kann auch Ad-Hoc-Befehle ausführen. Meistens wird Ansible mit SSH zusammen genutzt für Linux-Systeme. Es gehen aber auch, wie schon vorhin in der Ankündigung, Windows-Systeme, wenn man das unbedingt will. Oder auch ganz andere Systeme wie Switche, Router etc. Genau, also in der Regel alles, was irgendwie über Netzwerk erreichbar ist, kann man mit Ansible automatisieren. Ich habe Ansible auch schon über Telnet gemacht. Das war irgendwie etwas eklig und ich will es eigentlich nicht nochmal machen, aber es geht. Und mittlerweile gibt es ja sogar OpenSSH nativ auf Windows, das geht. Und Ansible kann nicht nur Python, sondern auch PowerShell sprechen. Von daher, man kommt so ziemlich überall lang und ist nicht nur auf Linux-Server beschränkt. Genau, wie ist denn dieses Ansible überhaupt aufgebaut? Das Grundlegende in Ansible, das sind die Ansible-Tasks. Das sind so die einzelnen Module, die Sachen machen. Unten im Beispiel habe ich jetzt ein Ansible-Ad-Hoc-Kommando aufgeführt, das den Package-Befehl und der installiert hier das Paket namens Nginx. Da gibt es natürlich nicht nur den Befehl, um Pakete zu installieren, sondern man kann alles Mögliche machen. Man kann natürlich, wie in der Einführung schon erwähnt, einfach ein Shell-Skript ausführen lassen. Das ist dann halt der eklige Teil und dann kann man sich das mit dem Ansible eigentlich sparen, wenn man eh nur Shell-Skripte ausführen lassen möchte. Man kann aber so ziemlich alles machen. Man kann einen Hostnamen setzen, man kann User anlegen, man kann irgendwie MySQL-Statements absetzen oder allen möglichen Kram machen. Ja, also das ist jetzt ein Ad-Hoc-Befehl, das ist aber langweilig, weil ich kann das Ad-Hoc machen oder ich kann mir das zusammen in eine Rolle schreiben. Damit habe ich dann den Vorteil, dass mehr in einer Datei steht. In dem Beispiel jetzt steht in der Rolle, ich installiere mir das Nginx und kopiere mir noch passend aus dem anderen Ordner meine Config dahin. Weil ich möchte das möglichst alles in einem Ordner liegen haben und nicht einfach nur Kommandos nachher lokal per Bash ausführen. Wäre ja auch schade drum. Genau, und in Ansible funktioniert das so, man nimmt die einzelnen Aufgaben, die Task oder Module, wie auch immer man das nennen möchte, und fügt die zusammen in sogenannten Ansible-Rollen. Und eine Ansible-Rolle könnte jetzt in diesem Beispiel sein, ich möchte einen Webserver installieren, dieser Webserver möchte eine Config haben, vielleicht möchte dieser Webserver noch irgendwie einen User bekommen, das ist jetzt hier in dem Beispiel noch nicht drin, aber könnte man alles noch erweitern. Und Rollen können dann mehr oder weniger komplex sein, je nachdem, was man braucht. Man kann Konfigurationsdateien in diese Rollen packen, die übermittelt werden. Ansible kann aber nicht nur fertige Konfigurationsdateien auf den Server kopieren, sondern hat auch Templates, mit denen man Ansible Variablen füttern kann. Die kommen dann in den nächsten Slides. Diese Ansible-Rollen,
die fügt man in Playbooks zusammen. In einem Playbook wird dann das gesamte Zusammenspiel von Ansible definiert. Da in einem Playbook kommen dann die unterschiedlichen Rollen, wie sie zusammenspielen. Jetzt in dem Beispiel haben wir eine Firewall-Rolle und eine Webserver-Rolle, die Nginx heißt, und wir installieren hiermit also eine Firewall und einen Webserver auf unseren Hosts, die über den über die Webserver-Gruppe erreichbar sind, so dass wir am Schluss nur noch das, was in der Firewall-Rolle steht, freigegeben haben und unser Webserver hinterher darauf installiert wird. Genau, wir haben jetzt in der im Playbook noch Tags angegeben, die kann ich dann mehrfach für eine Rolle nehmen, also für mehrere Rollen einen Tag. Somit kann ich dann sagen, hey, ich möchte diesmal nur den Tag Knock ausrollen, dann würde er in diesem Beispiel jetzt nur die Firewall die Rolle machen und nicht noch den Nginx. Kann praktisch sein, wenn ich irgendwelche Rollen habe, die ich halt nur einmal ausführen will oder nicht einmal komplett den Server neu aufsetzen will, sondern nur an einer kleinen Stelle was umkonfigurieren möchte. Genau, oder wenn man irgendwie ein Update gemacht hat in seiner Firewall und dann dabei nicht irgendwie den ganzen Nginx neu konfiguriert braucht, beziehungsweise überprüft braucht, ob die Konfiguration noch stimmt, sondern ich weiß, ich habe nur meine Firewall aktualisiert, das heißt, ich brauche einfach nur die aktuellen Firewall-Regeln auf dem Server und der ganze Rest, den brauche ich jetzt nicht, dafür habe ich auch gerade keine Zeit, sondern es ist, muss schnell gehen und dann führe ich halt Ansible, das Ansible-Playbook nur mit dem Knock-Tag aus. Ja, man muss dann auch noch definieren, welche Server hat man denn überhaupt? Wir haben eben von der Gruppe Webserver gesprochen, aber habe jetzt mehrere Webserver. Da gibt es das Inventory und ins Inventory kann ich dann zu meiner Gruppe schreiben, hey, das ist jetzt der und der Webserver, bei uns dann Webserver 23.example.org und den Webserver 42.example.org. Einfach damit ich die einfach nochmal, also ich kann dann einfach die Gruppe nehmen in anderen Sachen und muss nicht jeden Host immer einzeln reinschreiben. Genau. Die Entscheidung auf die einzelnen Hosts und Gruppen, die können wir in Ansible wieder nutzen. Es gibt unterschiedliche Level an Variablen und man kann jetzt in diesem Beispiel Host-Variablen setzen, dass ich dem Host hier Webserver 42 verschiedene Parameter mitgebe. In diesem Beispiel irgendwie haben wir gesetzt, dass er eine Public V6 Adresse hat, aber kein V4, wo das Web Directory ist, auf was für Domainnamen er sich eintragen soll. Und das kann man natürlich nicht nur so simpel wie hier machen, sondern deutlich mehr und auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und das nicht nur mit Host-Variablen, sondern auch mit Gruppenvariablen. Dann gibt es auch die Gruppe alle Server, die es gibt, zum Beispiel wenn man irgendwie überall den eigenen Hackspace oder den Firmennamen oder sowas drinne stehen haben möchte, wenn man irgendwie weiß, die Admins sind hier fest vorgegeben, die machen wir auf allen Servern immer so, dann kann man eine Ansible-Rolle haben, die zum Beispiel SSH Public Keys ausrollt und die Public Keys dann eben über die Gruppenvariablen anpassen und nicht eine spezifische Rolle haben, hey, in meinem Hackerspace gibt es diese Leute, deswegen basteln wir jetzt eine Rolle, wo explizit diese Leute drinne stehen, die dann Access zu den Servern haben, sondern das kann man viel generischer machen und das am Schluss über die Variablen anpassen. Genau, jetzt kommen wir schon zu dem eben angesprochenen Templates. Ist natürlich immer blöd, wenn ich nur, also kann eine Config-Datei kopieren, aber wir haben jetzt die Variablen, die ja sehr schön sind, um das pro Server zu definieren. Da muss ich mir nicht 500 Rollen bauen, sondern eine Rolle und befülle die halt mit den Variablen. Ich kann einfach in zwei Klammern die Variable angeben aus dem vorherigen und auch abfragen, einfach was ist die Variable und dementsprechend Sachen setzen. In unserem Beispiel jetzt hier zum Beispiel, ob ich auf dem normalen Port 80 für IPv4 höre oder nicht oder auf IPv6, dementsprechend ob V4 oder V6 gesetzt ist. Genau, Ansible verwendet die Jinja 2 Templating Engine. Manche mögen die vielleicht schon kennen. Ich finde die relativ angenehm zu verwenden.
Und da gibt es nicht nur das Konzept der If-Abfragen, sondern man kann auch Schleifen bauen und es ist eigentlich ein relativ mächtiges Werkzeug, um sich einfache oder auch komplexere Konfigurationen zusammenzustellen und die dann am Schluss nur aus seinen Variablen sich eine Konfigurationsdatei für die eigene Infrastruktur zusammenzusetzen nach den eigenen Bedürfnissen. Gerade wie vorhin schon angebrochen, SSH-Keys ist oder ein typischer Fall, dafür nimmt man dann natürlich eine Schleife und geht da über jeden User drüber, da muss man nicht für jeden User die eigene Rolle schreiben. Genau, oder bei SSH-Keys gibt es dann mittlerweile auch einzelne Ansible-Module, also die Task, die wir ganz am Anfang haben, die spezifisch auf SSH zugeschnitten sind, da kann man sich überlegen, wie man am besten damit umgeht und damit Rollen bastelt. Jetzt in dem Beispiel haben wir nur einen Webserver und eine Firewall-Rolle gebastelt, deswegen gehen wir da eher drauf ein. Ja, genau, das ist einmal so die Struktur, wie nachher das in meinem Ordnerstruktur aussieht. Ich habe eine Ansible-Config, da steht drin, was die Inventory ist und sonst erstmal nichts. Ich kann da noch viel mehr reinschreiben, muss ich aber nicht. Dann habe ich meine Host-Variablen und dort jeweils als YAML-Datei meine beiden Server aufgelistet. Dann kommt die Inventory von eben, wo einfach aufgelistet ist, welche Gruppe, welcher Server. Dann kommen meine Rollen, in unserem Fall ja der Firefox und der Nginx, mit dem passenden Task und den Files oder Templates, dementsprechend, was ich nutze. Und dann noch ganz zum Schluss haben wir das Playbook YAML, also das Playbook, was nachher überhaupt sagt, was wird jetzt getan. Genau, Ansible ist relativ gut erweiterbar und lässt sich in vieler Arten anpassen. Und so kann man relativ einfache Ansible-Projekte basteln, man kann da aber auch deutlich komplexer gehen. Man muss zum Beispiel seine Inventory muss man nicht statisch haben, man kann das auch dynamisch machen, man kann ganze Skripte sich bauen, die sich dann vielleicht mit einer Datenbank oder einem LDAP verbinden und daraus dann Abfragen machen, welche Server habe ich denn, welche Server kenne ich denn, welche Server gehören welcher Gruppe ein, darüber dann die Gruppenvariablen und die Hostvariablen zuordnen und so kann man sich, wenn man möchte und die Zeit und die Geduld reinsteckt, sich hochkomplexe Konfigurationen ausdenken oder das natürlich hier recht einfach gehalten aufbauen. Dann Vorteil beim einfach gehaltenen ist es viel schneller zu durchschauen und zu verstehen. Der Vorteil bei den komplexeren Systemen ist natürlich, man kann sich viel mehr durchautomatisieren und dann auch in komplexen Systemumgebungen seine Systeme, wie man das braucht, automatisiert aufsetzen, konfigurieren, mit Usern und Berechtigungen ausstatten und all solche Dinge. Ja, da haben wir die Ansible-Projekte. Wir haben natürlich ganz viele nützliche Werkzeuge, die einfach auf der Konsole funktionieren. Da gibt es zum einen das Ansible-Doc. Dokumentation mögen wir alle. Und da kriegt man ja das meiste dann auch immer raus. Deswegen gibt es den Befehl Ansible Doc. Da kann ich mir anschauen, was machen bestimmte Befehle, wie habe ich die zu nutzen, welche Optionen gibt es, zum Beispiel für Datei kopieren, Datei verknüpfen oder Pakete installieren. Genau, den Ansible Doc Befehl nutze ich ganz gern so für gerade die Tasks, die ich nicht alltäglich neu schreibe, wenn ich eine neue Ansible-Rolle mache, um mir nochmal anzuschauen, wie funktioniert denn die Syntax wirklich, was für Variablen habe ich da, welche kann ich füttern, was kann ich anpassen, was ist eher unklug anzupassen. Ansible kann auch Return-Values haben, mit denen ich dann arbeite, die ich dann weiter verwende, wenn ich das möchte. Und deswegen finde ich Ansible Doc ein sehr praktisches Kommandozeilentool, um sich die Dokumentation von Ansible-Funktionen anzuschauen. Das muss natürlich nicht auf der Kommandozeile passieren. Es gibt auch docs.ansible.com, da steht das alles auch. Wenn man jetzt lieber irgendwie begeisterter Webserver-Surfer ist, dann geht das auch. Aber ich finde das mit dem Ansible Docs viel praktischer. Dann gibt es den Befehl Ansible Konsole. Das ist quasi sowas wie
eine SSH-Verbindung aufmachen zu den Servern oder Server, den man definiert hat, und man kann dann live seine Befehle da eintippen, wie wenn man eine SSH-Verbindung zu ganz vielen oder nur den einen Server hat. Man könnte jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel eine Ansible-Konsole zu der Gruppe Webserver aufbauen und könnte dann darüber auch den Server konfigurieren, was weiß ich, Hostname ändern, Zeit ändern, Pakete aktualisieren, was auch immer man machen möchte. Das finde ich besonders praktisch, wenn irgendwas am System kaputt ist und auf mehreren Servern und ich das vielleicht auf allen Servern gleich ändern möchte oder auf allen Servergruppen. Da kann ich dann auch mit Regex drüber gehen und nur eine spezifische Gruppe an Servern aufrufen, auf die ich dann über Ansible-Konsole gleichzeitig draufgehe. Man spart sich halt in dem Fall einfach, seine SSH-Config nochmal anzupassen oder das SSH für die passenden Hosts zu konfigurieren. Theoretisch wird das gehen. Ich glaube, mit Tmux oder sowas kann ich auch gleichzeitig auf ganz viele Server alles viel Aufwand draufgehen, aber mit Ansible kenne ich mich eben besser aus und deswegen ist das so mein Werkzeug, mit dem ich das mache. Genau, dann gibt es noch das Ansible Lint. Ich bin eine Person, die nicht ordentlich so Sachen aufschreibt. Dann kriege ich von anderen Leuten immer gesagt, ja, mach's doch mal ordentlich. Das gibt mir dann schon mal vorher den Hinweis, hey, da und da, das ist nicht ordentlich geschrieben, mach's doch richtig. Oder auch, da ist ein Fehler, das wird einfach nicht funktionieren. Dann kann ich es, bevor ich es ausführe, einfach schon mal anschauen, ob ich alles richtig geschrieben habe oder ob ich da noch was ändern muss. Genau, und was ich besonders praktisch auch am Ansible Linter finde, gerade wenn man irgendwie komplexere, verschachtelte Sachen macht, dann macht dieser Linter oft einen Hinweis, hey, da könntest du vielleicht eine Variable nicht als Variable, sondern nur als String hingeschrieben haben, damit weiß das System nicht, was die Variable Webserver ist, sondern denkt, du hättest da den String Webserver hingemacht. Wenn du das übrigens mit dieser Syntax hinschreibst, dann ist das auch technisch korrekt und nicht nur gut gemeint. Und deswegen so ein Ansible Lint durchlaufen zu lassen, bevor man seine Änderungen ausführt oder aufs Git hochlädt, das kann oft helfen. Ich habe das sogar bei vielen meiner Git-Projekte so gemacht, dass ich über eine CI-Pipeline nochmal den Ansible-Linter drüber laufen lasse und der dann rummeckert, wenn ich irgendwelche Commits mache, die nicht sauber gelintet sind. Naja, ich möchte nicht immer alles selbst schreiben oder neu schreiben. Da gibt es sogenannte Ansible-Collections. Die bieten mir einfach an, dezentral Rollen, Module oder Plugins zu schreiben und die anderen weiterzugeben. Heißt, ich muss nicht selbst immer alles neu schreiben, sondern kann einfach auf die Community zurückgreifen, die vielleicht in dem Bereich einfach schon was gebaut hat, und ich muss mir die ganze Logik dahinter gar nicht mehr selbst ausdenken, sondern kann das von jemandem anderes übernehmen, und das ist relativ einfach einzubinden und ich muss da nicht selbst großartig was neu erfinden. Genau, die Ansible Collections wurden vor ein paar Jahren in Ansible eingefügt. Das ist so die Variante, um nicht nur Rollen miteinander zu teilen, sondern auch Plugins oder sogar neue Module bzw. neue Tasks sich zu schaffen. Wenn man jetzt irgendeine spezifische Anwendung hat, ich brauche, keine Ahnung, ich habe meine eigene Art und Weise, wie ich mit SSH-Schlüsseln umgehe und mir fehlt noch der Ansible-Task dafür, dann könnte ich diesen Task auch entwickeln und ich könnte den, wenn ich möchte, das auch anderen Leuten aus der Community bereitstellen oder mit anderen Projekten im Hackerspace oder bei der Arbeit oder wo auch immer teilen und muss das nicht spezifisch für mein eines Ansible-Projekt haben, sondern kann das halt auch mit anderen Projekten wiederverwenden. Eine Plattform, um diese ganzen Sachen miteinander auszutauschen, das ist Ansible Galaxy. Dort findet man nicht nur Ansible-Rollen, aber vor allem Ansible-Rollen von anderen geschrieben. Die haben manchmal eine gute Qualität, manchmal eher eine durchwachsene Qualität. Es ist halt keine moderierte Plattform, sondern es ist eine Community-Plattform, da kann halt alles liegen. Das heißt, wenn ihr das nutzt, dann schaut vielleicht mal kritisch drauf, vielleicht auch ins Git-Repository, was dahinter liegt, wenn das irgendwie 1000 offene Issues hat und Pull-Requests und nichts davon bearbeitet wird, ist das so ein Indiz, dass
ist vielleicht nicht ohne Anpassung zu übernehmen, wenn das jetzt hingegen irgendwie ganz viele Sterne hat und alle Issues, die es gab, schnell geschlossen wurden und bestens gelöst sind, dann ist das eigentlich ein relativ gutes Zeichen, dass müsste recht gut funktionieren und vielleicht da nun nicht ganz so gründlichen Blick drauf werfen, je nachdem in welchem Kontext und wo man das jetzt ausführt. Einen Blick sollte man auf jeden Fall drauf werfen, weil es kann ja jeder da jeden Mist reinschreiben, sonst habe ich nachher irgendwelche anderen SSH-Keys oder sonst was auf meinem System, was ich nicht möchte. Aber eigentlich immer einen Wert, mal reinzuschauen und zu schauen, muss ich mir überhaupt die Arbeit machen oder hat sich schon mal jemand die Arbeit gemacht vor mir? Genau, oder ich habe hier ein spezifisches Problem, wie haben denn andere das gelöst? Und das ist auch ein guter Ansatz, um sich daran Inspiration zu holen. Dann habe ich das nächste Problem, ich habe ja Passwörter und sonst was in meinen Configs unter Umständen drin stehen. Die möchte ich aber gar nicht in Klartext irgendwo in einem Git oder Co. liegen haben, wenn ich mit anderen Leuten dran arbeite. Da gibt es das Ansible Vault. Damit kann ich dann Passwörter verschlüsseln und wieder entschlüsseln. Dementsprechend muss ich nur ein Masterpasswort weitergeben und gar nicht immer die einzelnen Passwörter jedem geben, sodass die das selbst in ihrem System hinterlegen müssen. Gibt es auch noch viele weitere Plugins, die das können, mit anderen Verschlüsselungsmethoden wie einem Masterpasswort. Genau, das Ansible Vault, das nutzt entweder ein Passwort oder eine Datei zur Verschlüsselung und kann halt eben, wie hier im Beispiel schon steht, ganze Dateien verschlüsseln, es kann ganze Dateien entschlüsseln, obwohl wenn das in einer Ansible-Rolle über einzelne Ansible-Tasks wie das Kopieren einer Datei drinne steht, dann gibt es da auch die Option, diese Datei hier soll entschlüsselt werden, wenn sie per Ansible-Vault verschlüsselt ist. Man kann über den Ansible-Vault-Edit-Befehl die verschlüsselten Dateien wieder editieren. Man kann sie anschauen, und man kann sogar, muss nicht ganze Dateien verschlüsseln, sondern kann auch nur einzelne Variablen verschlüsselt in einer YAML-Datei ablegen. Das ist schon ein recht mächtiges Werkzeug, mit dem man auch Secrets in ein Firmen- oder öffentliches Git oder Hackerspace-Git ablegen kann. Es gibt noch mehr spannende Funktionen, gerade auch für Passwörter. Was ich gerne verwende, ist den Passwort Store als Passwortmanager oder auch GoPass können vielleicht der eine oder andere kennen. Dafür gibt es einen Lookup für Ansible, dass ich meine Passwörter nicht mehr per Ansible Vault verschlüssel, sondern dass die in einem Git-Repo liegen, per GPG verschlüsselt sind und ich eben über den Community General Passwort Store Lookup auf diese Passwörter zugreife. Ich kann damit sogar neue Passwörter generieren, wenn ich das möchte und damit für meine Server oder Systeme, die ich betreue, neue Passwörter in einen Git abgelegt speichern und per GPG verschlüsselt haben und über die GPG-Schlüssel auch bestimmen, wer sonst noch Zugriff auf dieses Passwort hat. Dann gibt es noch das First Found. Wenn ich eine Datei habe, es gibt mir einfach aus einer Liste die erste Datei zurück, die es findet. Kann praktisch sein, wenn ich eine Liste von Dateien habe und möchte irgendwie auf verschiedene Server verteilen. Genau, es ist besonders praktisch, wenn ich den Nutzer einer Rolle mehrere Optionen gebe, eine Config-Datei hinzulegen oder nicht. Zum Beispiel, beim Beispiel von unserer Nginx-Rolle könnte ich eine Nginx-Rolle dem User geben, wenn du das in den Ordner, in das Hauptdirektory, wenn du da eine eigene Nginx-Config legst, dann würden wir die verwenden. Wenn du da aber nichts hinlegst, dann nutzen wir die Nginx-Config, die ich in meine Rolle gepackt habe. Damit habe ich als jemand, der nur die Rolle macht und nicht das gesamte Ansible-Projekt, zwar die Möglichkeit zu bestimmen, was in meiner Rolle ist, aber immer noch die Möglichkeit, dass andere Leute das für sich anders anpassen, ohne dass alles kaputt geht oder die Rolle angepasst werden muss, nur weil plötzlich eine Datei aus einem anderen Dateipfad verwendet wird.
Genau, und dann kann ich mir noch per Skripte schreiben, die, wie L3D vorhin schon erzählt hat, mir mein Inventory bauen, wenn ich das aus irgendeiner Datenbank holen möchte oder eine andere Plattform schon im Unternehmen habe, die mir mein Inventory, also ich habe schon irgendwo abgelegt, welche Server ich habe und welchen Rollen die sind, dann kann ich das einfach mit einem Skript machen, was dann an JSON zurückgibt und mir so noch viel weitere Möglichkeiten schaffen, außer nur diese YAML-Dateien. Genau, also ich habe mit diesen Skripten schon unterschiedlichste Sachen gemacht, wie zum Beispiel erkannt, auf welchem Hostnamen ich bin und basierend auf meiner Hostnamenliste dann entweder dieses System über ohne eine SSH-Verbindung, sondern direkt über Localhost konfiguriert, die darauf basierend auf den Hostnamen mein System in unterschiedliche Gruppen gepackt, sodass ich irgendwie mal einen privaten Laptop habe, den ich damit aufgesetzt habe, einen Laptop im Hackerspace, der eine ganz andere Config hat, weil sie für alle und nicht nur für mich funktionieren soll, und dann wieder einen Laptop im Firmenkontext gehabt, der dann auch ganz andere Usernamen hat, ganz andere Permissions hat und sonst noch vielleicht einen VPN-Client installiert hat, den ich privat nicht brauche oder sowas in die Richtung. Da gibt es viele Möglichkeiten mitzuspielen. Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber erzählt, was wir können, aber man muss das jetzt auch noch irgendwann ausführen. Ich habe jetzt mein Playbook geschrieben, alles eingetragen, naja, dann möchte ich das ausführen. Das mache ich mit dem Ensel-Playbook setup-playbook.yaml, also ich gebe an, welches Playbook ich ausführen will. Ich kann ja auch mehrere Playbooks haben, weil ich unterschiedliche Configs habe. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir haben das nämlich geschrieben. Wir machen das jetzt nicht live, wir haben aber die Konsole aufgenommen dafür. Genau, ich bin in meinem Ordner und dann gebe ich erstmal das Ansible Playbook ein. Dann sehe ich, dass das Ansible sich connectet und er sagt mir auch direkt, man sieht es schlecht. Ah ja, dunkles Orange auf hellem Raum auf dem Beamer ist natürlich super zu erkennen. Ich hoffe, man sieht es jetzt besser. Ich sehe direkt in Orange, was er geändert hat und auch, was er nicht geändert hat. Also er sagt mir hier, da musste ich nichts ändern. Der File liegt schon da, dann ändert er auch da nichts. Und natürlich sagt er auch, wie viele Changes er nachher gemacht hat und wie viel schon in Ordnung war. Ist immer interessant zu wissen, wenn ich einen Server habe, den ich schon mal aufgesetzt habe, dann kann ich auch nachgucken, hat irgendwer oder irgendwas schon was geändert oder ist alles so geblieben, wie ich es davor schon konfiguriert habe und es hat niemand an meinem System dran rumgefuscht. Genau. Eine gute Ansible-Rolle, die hat man in der Regel so geschrieben, dass sie am Schluss idempotent ist, dass sie also nur, wenn sie wirklich Änderungen macht, in diesem Ansible-Playbook sagt, ich habe eine Änderung gemacht und wenn ich irgendwie dieselbe Konfigurationsdatei lokal und auf dem Server habe, dann ist das keine Änderung, sondern das ist die identische Konfigurationsdatei, die muss ich nicht neu kopieren, die bleibt einfach da, wo ich sie jetzt habe und das ist auch keine Änderung. Das heißt, ich kann eine gute Ansible-Rolle beliebig oft ausführen und habe immer nur dann eine Änderung, wenn das wirklich eine Änderung war, wenn es zum Beispiel einen neuen Eintrag in meiner Firewall gibt, dann ist das eine Änderung. Aber wenn ich diesen Eintrag wenn ich die Rolle dann ein zweites Mal drüber laufen lasse, ist das eigentlich keine Änderung mehr, weil meine Firewall ist ja schon aktualisiert. Genau. Ja, und damit kommen wir jetzt schon zum Ende unseres vorbereiteten Vortrags. Wir haben euch noch ein paar Beispiele auf die rechte Seite gepackt. Einmal noch der Hinweis, wenn ihr mit Ansible anfangt oder weitermachen wollt, dann werft man einen Blick auf die Dokumentation. Ich finde die sehr hilfreich, besonders um einzelne Tasks zu schreiben, aber auch irgendwie das mit dem Ansible Vault wird dann nochmal erklärt und man kann sich da wirklich weit reinfuchsen in unterschiedliche Dinge, auch die dynamischen Inventories oder was auch immer man machen möchte. Das ist ein mächtiges Werkzeug. Man muss nur irgendwie damit umgehen und sollte halt verantwortungsvoll damit umgehen, weil wenn ihr einen Server könnt ihr auch mit Ansible kaputt konfigurieren. Das geht nicht nur mit irgendwelchen Shell-Skripts, die ihr ausführt. Dann habe ich ein paar Ansible-Rollen und Collections gebastelt, die findet ihr auf ansible.l3d.space.
Wenn ihr einen Blick drauf werfen wollt, könnt ihr das gerne machen. Wenn ihr nicht versteht, was das ist oder wie das funktioniert, dann könnt ihr auch ein Issue aufmachen oder Hilfe braucht, die zu verwenden und genau. Ja, wir haben, was wir jetzt eben auch ausgeführt haben, unseren Vortrag, was wir da für den Nginx konfiguriert haben, auch auf GitHub gelegt, falls ihr es nochmal anschauen wollt und schauen wollt, was wir da überhaupt geschrieben haben, dass ihr es auch nochmal habt. Genau, auch den Ansible-Run von vorher, den haben wir, die Aufzeichnung liegt dort auch im Git. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht gut gesehen habt, dann könnt ihr das dort nochmal anschauen. Oder natürlich in der Aufzeichnung, sobald dieses Video released ist. Dann habt ihr noch Fragen. Ist das gut? Ja. Ja, ich fand das auch immer interessant und ich wollte auch lange Ansible einsetzen. Ich bin jetzt aber nie dazu gekommen, weil es mich immer abgeschreckt hat, dass ich für alles, sage ich mal, einen SSH-Zugang brauche. Zumindest habe ich das so gesehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine VM habe, die möchte ich automatisch konfigurieren lassen und ich habe jetzt meinen Ansible auf irgendeiner anderen VM laufen und ich möchte, dass das quasi sich damit verbindet, dann muss ich ja, wenn ich mehrere habe, ist immer mein Problem, wie sage ich dem jetzt, wenn ich das gleiche Image benutze, dass ich halt eben unterschiedliche habe. Das ist so ein bisschen mein Gedanke immer. Also man muss das nicht zwingend per SSH machen. Man kann entweder, wenn ich auf demselben Host bin, wie den ich konfigurieren möchte, kann ich eine lokale Verbindung machen und brauche kein SSH. Bevor Windows SSH hatte, hatte das irgendeine API, über die kann man auch per Ansible rein. Und genauso, man braucht halt irgendeine Verbindung zum Server hin, über den man reden möchte, aber Da gibt es viele Möglichkeiten mittlerweile. Ich habe schon erwähnt, ich habe das mal per Telnet gemacht, das ist dann der eklige Teil, den würde ich nicht empfehlen. Aber oft gibt es da mehr wie nur die SSH-Verbindung. Aber SSH ist halt das, was oft verwendet wird. Alles klar, danke. Ja, danke schön. Jetzt habt ihr gesagt, okay, man kann die ganzen Sachen konfigurieren und ausrollen, aber was passiert denn, wenn mal das Ausrollen fehlschlägt? Also wie erkenne ich das? In der Konsole steht dann failed und auch der Grund, warum es gefailed hat. Man kann das mit einem -V mit mehr Ausgabe machen, dann kriegt man noch mehr Output, der dann sagt, warum das gefailed hat oder ob das Kommando, was man ausgeführt hat beim Installieren, eine Fehlermeldung zurückgegeben hat. Die bekommt man dann auch. Dann kann man sich halt die Fehlermeldung angucken und schauen, warum das passiert ist. Irgendwie beim Apt was hängt und da muss man es entweder manuell fixen oder hat ein anderes Ansible, was das fixen kann. Genau, also ein Nachteil natürlich, wenn man so per Ansible seine Server konfiguriert und dann irgendein User-Input erwartet wird. Das Ansible ist normalerweise nicht interaktiv. Das heißt, man kann halt auf solche Abfragen nicht eingehen, sondern hat dann am Schluss irgendwie, dass es in Timeout läuft oder halt ein Fail zurückwirft. Und wenn man das nicht anders konfiguriert hat in seiner Ansible-Config, bricht dann an der Stelle das Ansible ab und sagt, irgendwas ist an dieser Stelle schiefgelaufen, schau es dir doch mal an und dann kann man es nochmal probieren. Weil ich habe ja vorher schon erwähnt, eine gute Ansible-Rolle ist idempotent. Die Änderungen, die gemacht wurden, die wurden gemacht und die kann man auch 20 Mal ausrollen. Das macht das nicht kaputt. Es gibt auch Ansible-Rollen, die gehen dadurch kaputt, aber verwendet die am besten gar nicht und schreibt sowas auch nicht. Und damit kommt man oft, gerade wenn man eine Ansible-Rolle auf ein Testsystem baut oder sowas, weiter in meiner Erfahrung. Ja, gut, ich habe das Mikro gerade mal übernommen. Das bedeutet also, ein Rollback oder sowas ist damit nicht möglich. Weil einmal ausgeführt ist ausgeführt. Genau, das ist wie du das Kommando auf der Konsole eingegeben hast, ausgeführt ist ausgeführt. Außer du machst natürlich irgendwas anderes auf deinem Server, um das Rollback zu können. Genau, das ist im Zweifelsfall eine Geschichte, die die in der Rolle haben kannst, dass du halt zum Beispiel sagst, siehe bei den Paketgeschichten, dass du halt sagst, dieses Paket soll nicht installiert sein, aber es ist nicht so der Punkt, wenn du die Rolle wegnimmst, dass das Paket installiert werden soll, dann haut er das Paket nicht weg, sondern er guckt halt nicht mehr, ob das Paket installiert ist. Du müsstest dann explizit sagen, das Paket soll nicht da sein.
Also genau. Das ist dann rollenspezifisch, wie man das zurückrollen kann. Genau, unterschiedlich zu anderen Automatisierungswerkzeugen sagt man in Ansible nicht, wie später der Server aussehen soll, sondern es wird halt erzählt, du führst jetzt diese Schritte aus und das macht dann Ansible auch. In Ansible sagst du halt, ich möchte jetzt ein Paket installieren, ich möchte jetzt diese Config-Datei dorthin kopieren und genauso kannst du auch sagen, wenn ich diese Rolle mit der Option alles wieder löschen ausführe, dann kann ich dieses Paket wieder löschen und diese Config-Datei löschen oder woanders hin verschieben oder was auch immer man halt in seine Ansible-Rolle schreibt. Man kann natürlich seine Ansible-Rolle auch vorher erweitern, wenn man auf die Virtualisierung kommt, wenn man es auf einer Virtualisierung macht, dass man vorher einen Snapshot oder sowas anfertigt, bevor man es ausführt, kann man ja auch automatisieren. Dann hat man das Rollback. Ja, ich habe auch eine kurze Frage. Ansible-Konsole, läuft da mit Ansible-Befehlen oder mit Bash-Befehlen? So eine Mischung. Also man verwendet das, ich glaube, Konsole-Modul aus Ansible. Das heißt, man baut per Ansible-Funktion eine Verbindung zu seinem Server aus und da ist man dann in einer Art Bash und gibt dann halt Bash-Befehle ein. Ja, danke. Danke sehr. Wie gut vertragen sich denn Ansible und Docker? Kann ich damit auch ein bisschen Docker-Automatisierung? Natürlich, machen? Also das ist gar kein Problem. Docker sind ja meistens auch nur Config-Dateien oder Befehle. Es gibt auch für Ansible natürlich schon vorgefertigte Docker-Befehle, da haben sie schon einiges gebaut. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich das schon habe. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt sage, ich nehme so ein Ansible und skripte mir das alles selber zusammen. Das ist ja dann schon ein bisschen mehr Baustelle. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie man jetzt mit seinen Docker umgeht. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der deployt sich seine ganzen Docker-Compose-Files, hat er ein Jinja 2-Template dafür, damit stellt er die zusammen und lässt dann per Ansible den Docker starten und dann läuft das und er schaut von Hand nach, was dann mit diesen Docker-Containern ist. Aber das ist nicht der einzige Weg zu machen, das ist nur den Weg, die halt dieser Freund damit macht und da gibt es viele Wege, die man machen kann. Grundsätzlich gibt es auch für Ansible ein riesen Sammelsurium an vorgefertigten Rollen und Dingen, die schon da sind. Also im Zweifelsfall, wenn man was haben will, kann man da nachschauen. Bei den Rollen ist auch nicht vorgeschrieben, wie schon gesagt, dass die unbedingt irgendwie etwas mit Python machen müssen oder irgendwie sich per SSH irgendwo hin connecten können. Wir haben in der Vergangenheit auch schon Ansible-Rollen geschrieben, die intern dann Shell-Kommandos zusammenbauen und diese ausführen, weil die API, die wir hatten, halt, also theoretisch kann man über Ansible-Rollen jede beliebige API ansprechen und darüber dann auch zum Beispiel halt in Docker-Container hochfahren lassen oder sonst was alles. Irgendwelche Cloud-Geschichten hoch und runter fahren, da kann man auch unbedingt nicht per SSH hin. Da gibt es für alles fertige Rollen und Module quasi. Genau. Ich hätte noch mal eine Frage zur Privilege Escalation. Also wenn ich jetzt auf einem entfernten Hosten, wie jetzt zum Beispiel in einem anfangs gezeigt habe, ein Paket installieren will und ich brauche da Administratorrechte. Wie ist denn da, also ich weiß, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da rangeht. Was wäre denn euer Vorschlag? Versuche ich direkt eine Verbindung als Root aufzumachen? Versuche ich die als ein anderer Benutzer zu machen und versuche dann irgendwie über eine Escalation auf einen Root-Benutzer zu wechseln? Oder sollte ich einen eigenen Benutzer für Ansible einrichten, der aber irgendwie Root-Rechte hat? Oder? Das ist, glaube ich, einfach eine Geschmacksfrage, wie man es lieber haben will. Man kann es direkt als Root machen, ich mache es als Root, ich glaube L3D macht es genau, nicht als Root. Ich habe mir in der Regel einen Ansible-User auf mein System gelegt, der darf aktuell noch ohne Passwort Root ausführen. Ich überlege gerade noch, das zu ändern und ein Passwort für jeden Host in meinen Ansible-Vault zu haben. Und darüber kann ich halt eine Privilege Escalation machen. Ich kann in meiner Ansible-Config zum Beispiel angeben, wie ich das mache, ob ich das per sudo su machen möchte oder direkt zu su root oder sowas und dann Passwort mit angeben. Da,
Das gibt es auch unter Windows, kann ich das auch machen mit anderen Befehlen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt unter Ansible auch die Option Run As. Da kann ich dann Sachen als anderer User ausführen. Das geht natürlich nur, wenn der User Sachen als anderer User ausführen darf. Da muss ich dann vielleicht davor noch die Privilege Escalation machen, dass ich sudo bin, damit ich als anderer User wieder Sachen ausführen kann. Aber grundlegend geht das. Man hat natürlich weniger Berechtigungsprobleme, wenn man alles als Root macht, hat aber halt auch den Nachteil, dass man alles als Root macht. Deswegen ist das so der eigene Geschmack, den man dann finden muss. Ja. Wenn ich jetzt einen Ansible-User auf jedem System einrichten würde, um den dann dafür zu benutzen, kann ich den auch mit Ansible selber einrichten oder würde ich den eher manuell einrichten dann auf jedem System? Naja, im Optimalfall richtest du dein System von Anfang an mit Ansible ein, weil du schreibst eine Rolle und willst das System ja einfach von null aufsetzen können, dann kann das natürlich auch direkt den User passend anlegen. Also ich habe für mich eine kleine Ansible-Rolle geschrieben, die nicht viel macht, außer sich als Root anzumelden, einen Ansible-User zu erstellen. Der Ansible-User darf dann auch sudo ausführen, aktuell wie gesagt noch ohne Passworteingabe, aber das kann man natürlich auf die eigenen Wünsche anpassen. Ja. Und den Ansible-User würde ich dann wahrscheinlich mit einem SSH-Key dann verbinden. Genau, dem habe ich einen SSH-Public-Key gegeben und authentifiziere mich dann über SSH-Public-Key. Ja, das hört sich gut an, das werde ich mal ausprobieren, danke. Jo. Ich habe in deiner Shell gesehen, dass du NixOS verwendest und auch eine NixShell offen hättest. Deployst du deine NixOS-Systeme mit Ansible oder wie spielt das zusammen? Das tue ich nicht. Auf der Arbeit habe ich leider auch noch keine NixOS-Systeme, da nutze ich dann noch Ansible. Ich war aber mal am Überlegen, meine NixOS-Config per Ansible zu deployen. Okay. Ja, es gibt auch Projekte, die machen ganz andere Sachen von Ansible. Zum Beispiel gibt es jemanden, der hat sich seine Webseite templatisiert über die Jinja 2 Templates und rollt so seine Webseite per Ansible aus und hat dann am Schluss irgendwelche HTML-Dateien, die Jinja 2 Templates sind, die dann am Schluss per Ansible auf den Webserver abgelegt werden. Das heißt, man muss Ansible nicht nur nehmen, um Konfiguration zu machen, sondern man kann eigentlich alles mit Ansible machen. Gibt es auch, sag ich mal, für unbekannte SSH-Hosts ein sinnvolles Key-Management, also für die Host-Keys? Das übernimmt halt dein System, also das macht Ansible in dem Fall dann nicht. Also es kann dein System übernehmen, man kann auch überschreiben, dass man das anders machen möchte, aber der Default ist halt, das macht dein System. Und ich habe es mir noch nicht angeschaut, wie das wirklich anders geht, aber ich habe schon gesehen, dass das wohl anders gehen soll. Hi, weil wir gerade beim Thema waren, man muss eben nicht nur man kann nicht nur Betriebssysteme damit provisionieren. Ich benutze es halt regelmäßig, um Netzwerkhardware zu provisionieren, vorzukonfigurieren, VLANs auszurollen. Das funktioniert damit ganz genauso. Also tatsächlich ein recht universelles Schweizer Taschenmesser für alles Mögliche. Ja, richtig. Also man muss mit Ansible nicht irgendwelche Bash und Python ausführen, sondern man kann genauso auch die Syntax von irgendwelchen Routern haben und damit seine Befehle ausführen. Man kann damit auch irgendwelche Jinja 2 Templates sich vorzubereiten, um dann seine VLAN-Liste zu generieren. Das geht, das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist eigentlich ganz schön. Gut, dann stelle ich selber noch mal eine Frage. Ich habe mich auch eine Zeit lang mit Ansible beschäftigt und gerade so für eigene Rechner war meine Erfahrung nach so ein paar Monaten irgendwie, man kann unglaublich viel Zeit da reinstecken, seine Systeme mit Ansible automatisiert auszurollen und spart sich damit fast gar keine Zeit, also war zumindest meine Erfahrung, weil man einfach für das Bauen der Ansible Playbooks, bis die richtig sauber durchlaufen, irgendwie häufig sehr viel Zeit brauchte und so oft hat man die Systeme gar nicht selbst eingerichtet. Wie ist denn da eure Erfahrung zu? Also
Der Einstieg hat eine, finde ich, sehr hohe Lernkurve. Das heißt, bis ich irgendwie, wenn ich noch nichts mache und mit Ansible loslege, dann habe ich durchaus einige Iterationen von einer Rolle hinter mir, bis ich der Meinung bin, das ist jetzt schön. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, diese Rolle ist schön und dann in einem Jahr nochmal drauf schaue, dann was für einen Scheiß hat man sich da ausgedacht? Und das würde ich ja heutzutage ganz anders machen. Also ich habe es aktuell so gemacht, dass ich so ein paar Sachen in meinem System per Ansible ausrolle, wie zum Beispiel meinen Window-Manager und ein paar Pakete, die ich installieren haben möchte und ein paar wenige Konfigurationsdateien, aber halt bei Weitem nicht alles und komplett alles auf meinem Desktop per Ansible ausrollen, sondern halt so die Dinge, die definitiv immer ähnlich oder identisch sind und vor allem auch so Sachen, die ich gerne nicht nur auf meinem Laptop haben möchte, sondern auch auf meiner Workstation und auf meinem Arbeitsrechner und auf dem Drittrechner, der irgendwie im Hackerspace steht oder sowas in die Richtung. Ja, noch eine letzte Frage kurz. Was ich mich gerade noch gefragt habe, wenn wir vom Provisionieren reden, wenn ich zum Beispiel sowas mache, wie schreibt man ein Ansible-Skript, um jetzt irgendwas zu updaten, ja, ganz dumm gesagt. Ja, ich habe vielleicht was einrichtet und dann habe ich halt am Ende irgendwie meine 10 Playbooks oder so. Gibt es dann irgendwas, sage ich mal, von Ansible selber, um da irgendwas zum Beispiel jetzt repetitiv auszuführen oder haue ich das einfach dumm gesagt in einen Cronjob rein und muss halt oder tue das halt alle Woche manuell ausführen, um das zu updaten oder gibt es da was von Ansible selber? Da gibt es was von Red Hat, weil Ansible wird ja mittlerweile von Red Hat entwickelt. Das nennt sich irgendwie Ansible Tower. Ich habe es mir nicht so genau angeschaut, weil das ist irgendwie so ein kommerzielles, kostenpflichtiges Produkt. Aber ich glaube, da kennt sich jemand besser aus. Ja, also wir haben uns Ansible Tower auch angeschaut. Wir haben es dann nicht eingesetzt, weil es Geld kostet. Es gibt aber eine Open-Source-Alternative dazu, if I'm not completely wrong. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Es ist auch was mit Ansible. aber grundsätzlich, da gibt es was. Aber ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, spätestens auf dem außenliegenden System das dann per Cron-Drop zu machen. Da ist dann nämlich wieder die Geschichte, wenn du es per Cron-Drop machen kannst, wo hast du die Credentials her, um dich per SSH zu authentifizieren? Da wird es unschön. Also ich habe mal darüber nachgedacht, aber ich habe das noch nicht gemacht, ob ich Teile meiner Infrastruktur über CI-Runner ausrollen möchte. Ich habe dafür einen Gitti-Server laufen. Gitti kann ja mittlerweile einen Fork von GitHub-Actions ausführen und damit könnte ich CI-Sachen ausführen und damit auch meine Infrastruktur auf einem selbstbetriebenen von einem selbst gehosteten CI-Runner verwalten lassen. Das ist aber noch so auf meiner To-Do-Liste, deswegen, ich glaube, es müsste funktionieren, aber ich weiß es noch nicht. Ich würde mal ergänzen, das Tool, was du, glaube ich, meintest, ist AWX. Das ist der Open-Source-Klon von, oder die Open-Source-Grundlage von Ansible Tower. Das ist dann so mit bunte Dinge zum Klicken auch noch im Zweifelsfall. Das wäre dann ein Weg dafür. Ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Talk vorzubereiten und hier zu halten. Vielen Dank für alle, die engagiert Fragen gestellt haben. Und wir sehen hier in 11 Minuten den nächsten. Vielen Dank euch. Danke.